Roland Heichmann, Direktor des Österreichischen Filminstituts. Und dann fällt mir immer nur eins ein, weil ich irgendwie auch ein Kind der 70er bin und aus der Provinz, aus Salzburg. Und das ist echte Wiener, geht nicht unter. Der Mundl und die, sozusagen diese Situation in der Wohnzimmerküche bei den Sackbauers ist meine erste Assoziation. In erster Linie die Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Und schon auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, aber es ist so dieser magische Moment, wenn es im Kino dunkel wird und der Film beginnt. Dann nehme ich scherzhaft den Schlimmsten, der ist nämlich jetzt vor der Kamera. Ja, da gibt es viele. Aber einer meiner definitiven Lieblingsplätze ist im Café Bräunerhof. Warum? Weil ich dort während der Studienzeit sehr oft war und das einfach das war so eine Kaffeehaus-Initiation irgendwie in Wien. Und ich gehe überhaupt, oder früher noch mehr. Bin immer sehr gerne ins Café ausgegangen und der Bräunerhof war für mich einfach das Café schlechthin. Dadurch, dass das ÖFI ja viele Projekte unterstützt und so gut es halt geht auch betreut, spontan fällt mir jetzt eine Komödie. Andreas Schmid dreht eine neue Komödie Hals über Kopf und die wird ausschließlich in Wien spielen. Der Zeit ist Geldfaktor. Kannst du das ein bisschen ausführen? Ja, alles ist immer teuer, es ist extrem arbeitsteilig und alles, was zu lange dauert, kostet Geld. Und Filmproduktion ist aber auch ein kreativer Prozess. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen kreativer Umsetzung und budgetärer Verfügbarkeit der Mittel erzeugt ein Spannungsverhältnis, das nicht immer gut ist für das Team und für das Ergebnis. Also letzten Endes ist das Geld halt so ein bestimmender Faktor. Aber nichtsdestotrotz ist der österreichische Film, finde ich, besonders kreativ, auch mit wenigen Mitteln. Ihr macht es ganz toll.